Stajanova, das war klar, dass sie jetzt mit der Entscheidung nichts mehr zu tun hat. Nun aber, nach diesen beiden Sprüngen von Alevtina Fajachina aus der UdSSR mit der 15-Jährigen, nach ihren Sprüngen wissen wir, wer Europameisterin 1987 in Moskau ist. Ihr erster Sprung. Perfekt. Auch sie hat eine Vornote von 9,9 wie Shushunova und wie Silivash. Rondat schon in der ersten Flugphase eine ganze Drehung und dann der Salto rückwärts gebückt. Auf jeden Fall wird es jetzt für die Mädchen aus der UdSSR den ersten Europameistertitel vor eigenem Publikum geben. Denn Shushunova führt, Silivash ist Zweiter. 9,9 für den ersten Sprung von Alevtina Fajachina. Zweiter Versuch. Oh, missglückt. Das war ihr neuer Sprung, den sie hier zeigen wollte. Schauen wir noch einmal genau hin. 100, halbe Drehung. Und dann bei der Landung natürlich